Hallihallo zu meinem Video. Heute möchte ich mal das Thema zum offenes System, also Betriebssystem für Smartphones, das Firefox OS vorstellen. Und zwar wurde das schon entwickelt, es gab schon mehrere Betas und es wird jetzt eigentlich schon in Spanien ein Gerät verkauft demnächst, das circa um die zwischen 50 und 80 Euro kostet. Das soll die schwächere Variante sein. Dann soll es ein Smartphone geben mit dem Firefox OS, wo dann ca. 150 Euro kostet. Und das soll schon so einen 4-Kern-Prozessor haben, 512 MB RAM. Und das soll dann ein das schnellere Modell sein. Und der Verkauf soll dann in diesem Jahr noch in Ländern wie Polen, Tschechei und so gestartet werden und irgendwann mal auch bei uns in Deutschland erhältlich sein. Momentan gibt es schon Vorbestellungen und diese Vorbestellungen sind leider schon ausgebucht, also ihr könnt da euch noch keins ergattern, aber das alles kann noch werden. So, und jetzt schauen wir uns mal dieses Betriebssystem von Firefox an und wir werden das tun über unseren Internet Explorer, also den Firefox Explorer. Wir gehen unter Extras, Add-ons und unter Plugins. Hier gibt ihr Firefox OS ein. Simulator. Und ihr sucht das. Ich habe es ja schon installiert. Bei mir ist es schon vorhanden. Deswegen reicht es eigentlich schon. Wenn ich meine Add-ons suche. Erweiterungen, Firefox Simulator. Ja, da ist er. Und so, wir starten jetzt unseren Firefox Simulator unter Extras, Webentwickler und hier Firefox OS Simulator. Kommen wir auf diesen Fenster, starten hier den Simulator und wie ihr sehen könnt, ich minimiere jetzt mal hinten den Browser, sehen wir schon von Firefox OS den Homescreen. Das ist die erste Seite. Hier oben haben wir so einen orangenen kleinen Balken, der zeigt uns eben, wo wir uns hier verbinden. Wir haben hier vier Screens. Wir sind jetzt eben auf dem Homescreen mit der Uhrzeit. Unten ganz normal telefonieren, eine SMS schreiben, Kontakte und der Webbrowser. Ich scroll mal jetzt eine Seite weiter. Hier haben wir die Kamera, Galerie, da können wir mal hingehen. Wir sehen, dass ich hier einige Bilder habe und ich kann jetzt auch in Landscape umwechseln. Das heißt also, ich habe jetzt praktisch mein Telefon umgedreht und wieder andersrum. Das funktioniert hier in diesem Simulator auch schon. Und ja, da kann man sich natürlich die Bilder anschauen, so wie bei jedem anderen Smartphone eigentlich auch. Wenn ich hier raus will, drücke ich hier auf meinen Home-Button und bin wieder hier draußen. In den Settings kann man natürlich verschiedene Dinge einstellen. Bekannt auch von anderen Smartphones. Viel anders ist es nicht. Ich finde dieses Betriebssystem meiner Meinung nach sehr intuitiv. Es ist jetzt nicht ein Betriebssystem, wo man alle Dinge suchen muss. Hier haben wir sowas wie den Google Store oder den Apple Store, sowas ähnliches. Hier heißt es halt Marketplace. Wenn ich da drauf gehe, dann kann ich mir beliebig viele Applications, also kleine Apps, dazu installieren und das Telefon natürlich damit gut befüllen. Da dieses ja auch einen Linux-Kernel hat, dieses Firefox OS, ist es hier alles ein bisschen Android-ähnlich. Also man hat ähnlich viele Apps wie im Android, also wie im Google Play Store. Und ja, ich scroll hier mal runter. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel den Twitter-Client und diverse andere Dinge, die nützlich sein könnten. Natürlich hat man auch News,
Kategorien kann man hier wählen, wenn man hier aufs Zahnrad geht. Ja, Accounts, man kann sich hier anmelden. Also auch ziemlich viele Möglichkeiten, Apps zu finden, zu organisieren, alles vorhanden. Und wenn ich wieder rausgehe, möchte ich hier auf diesen Home-Button und ich bin draußen. Radio, die Facebook-App habe ich schon getestet, die funktioniert auch wunderbar. Und ich gehe wieder mal eins weiter. Hier haben wir eine Video-Abspiel-App schon vorinstalliert, eine Musik-App, ein E-Mail-Account, das auch geht, das habe ich auch schon getestet. Hier haben wir eine Information zu unserem WLAN. Ja, die Uhr können wir mal anklicken. Na, sehr früh am Morgen. Bin ja auch früher Aufsteher. Und ja, Kalender können wir auch schön pflegen und eintragen. Ist alles vorhanden. Das war das letzte Screen nach rechts. Jetzt kommt dann noch dieser Screen. So. Und hier haben wir eine Seite. Und zwar nicht zu verwechseln. Das sind keine installierten Apps, sondern das sind Verknüpfungen auf diverse Internetseiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier draufklicke, so, es geht eine Weile. Ja, wir nehmen alles an. Und wir haben eben hier Verknüpfungen zu YouTube-Musik. Und wir kommen direkt auf die Internetseite. Finde ich keine schlechte Idee, denn man muss ja wieder nicht alles installiert haben, sondern man möchte ja auch hin und wieder mal einfach nur auf die Seiten surfen und muss dies dann nicht mühselig eingeben. Da war die YouTube-Musik-App, das ist die ganz normale YouTube-App. Also App sage ich schon dazu, aus lauter Gewohnheit, sind Verknüpfungen, wie vorhin auch schon gesagt. Nicht irreführen lassen. Hier wäre ein Login in unser Facebook-Account, Instagram. Schauen wir uns mal Instagram an. Ja, da müsste ich mich natürlich wahrscheinlich auch noch einloggen. Aber hier, wie schon gesagt, sehr, sehr gut. Also das finde ich jetzt echt nicht schlecht. So, und wieder hier der Homescreen. Ich hoffe, dieser Firefox OS Simulator, den schaut ihr euch mal auch mal an. Könnt gerne auf meine Internetseite gehen. Ich habe nämlich einen Blog und da habe ich eben auch was dazu geschrieben zu diesem ja, Firefox OS für Smartphones. Und wie kommt ihr drauf? Ihr kommt drauf, indem ihr www.drubuntu.de eintippt oder auf meine YouTube-Seite direkt hier auf diesen meinem Blog zu diesem Kanal draufklickt. Dann seid ihr direkt hier drauf. Ich denke, das war jetzt auch genug Eigenwerbung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.